Servus aus Bamberg hier bei Premium Malls zu unserem YouTube-Online-Tasting. Wir sind heute bei Kavalane. Ich bin der René. Ich bin der Axel. Er ist ja der bekanntere, beliebtere von uns beiden. Wir müssen dich heute trotzdem mit ertragen. Ja. Und zwar sind wir heute bei Kavalane eben. Wir haben heute die Solistenreihe für euch mit dabei. Das heißt, wir sind im absoluten Premium-Segment von Kavalane angekommen. Solist steht für Einzelfass. Das heißt, wir probieren heute 5 verschiedene Einzelfässer. Alle in Fassstärke, ungefärbt, umfiltriert, ohne Kältefiltration etc. pp. Ja, also ich persönlich stehe ja total drauf. Das wissen, glaube ich, auch alle, die schon mal bei uns im Laden waren, dass ich da sehr dahinter bin. Kavalane macht für mich einfach wahnsinnig schöne Produkte. Für euch zur Info, wir haben natürlich alle Produktinformationen, Artikel, Links etc. dann in den Beschreibungen im YouTube-Video mit dabei. Und zur Reihenfolge noch ganz kurz, dann lasse ich den Axel auch was reden. Wir fangen jetzt an mit dem Podcast, dann gehen wir zum Sherry-Solisten, PT-Cast, den ich ja super spannend finde, Video-Barrik und den Fino-Sherry. Genau, dass ihr euch, falls ihr so professionell wie wir sein wollt, also semi-professionell und euch zumindest alle vorher mal einschenken wollt, habt ihr jetzt heute auch die Möglichkeit dazu. Ich bin der Meinung, das braucht der Kavalane eigentlich nicht. Ich meine, der kommt aus der Flasche schon mal recht gut. Ja, das ist richtig. Und auch ohne Wasser, ne, in Fassstärke, easy zu trinken. Ja. Ja, Wasser ist ja eben, was man jetzt sagen. Ja, sich. Da gibt es immer die Menschen, die sagen, nein, das muss man dazu. Wir brechen Molekülketten auf, wir haben neue Aromastoffe, die nach oben kommen. Ich persönlich halte es eher beim Jim McEwan, der sagt, das machen nur die Deutschen. Aber das, natürlich kann man damit spielen. Das ist der große Vorteil an der Fassstärke. Du kannst da natürlich immer mit der Pipette nochmal ein bisschen rummachen, sonstiges. Hier neben dem Whisky so wie die Taiwanese das mal für uns so. Aber selbst wenn, muss man dazu sagen, wenn wir Wasser verwendet haben, sind sie nie zusammengefallen. Also sie wurden nie schlechter, sondern sind einfach nur von der Alkoholzahl ein bisschen runtergegangen. Genau. Genau. Vollmundig sind sie immer. An sich, Kavalane, so als Hintergrund nochmal mit dazu gesagt, wir haben, wie gesagt, hier taiwanesischen Whisky, ich sag mal in der Whisky-Welt, vielen Dank Axel, mittlerweile schon sehr bekannt, wurden jetzt auch mehrmals hintereinander ausgezeichnet als beste Destillerie der Welt, hat auch viele, der Vigno Barrique besonders, hat viele Auszeichnungen bekommen als bester Single Malt der Welt. Ich bin schon seit Jahren ganz, ganz großer Fan der Taiwanesen, weil sie einfach super schöne Sachen machen, fast immer nur aus Weinfässern oder Starkweinfässern. Was mir jetzt persönlich auch entgegenkommt, ich mag ja die dunklere Geschichte ein bisschen fasslastiger eh immer ganz gerne. Cola-Abfüllung der Traum. Ja. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal direkt ein. Wie gesagt, wir haben jetzt hier dann den Solist Port. In dem Fall mit 57,1%. Das kann bei euch natürlich variieren. Das kommt aber ein bisschen darauf an, welches Fass da halt noch da ist. Wir haben die Flaschennummer 22 von 184, also wie man sieht, auch relativ knapp gehalten. Was ich aber schön bei Kavalane finde, besonders jetzt hier im Premium-Segment, wo wir sind, sie machen halt schon wahnsinnig schöne Tuben. Na, diese Ledertuben dazu, du hast alles mit drauf, von innen liegt die Flasche nochmal schön mit drin, du hast hier nochmal Tasting Notes mit dabei. Das machen sie schon geil. Schon ja, das machen sie schon wirklich gut. Ja. Bin ich schon Fan. Nicht nur Marketing in der Verpackung. Das Produkt stimmt auch zusätzlich zu dem. Das ist ja das Schöne, ne? Das finden wir heute raus. Ja. Genau, das finden wir ja gerade erst raus. Wir haben es ja noch nicht vorher probiert. Nein, wir haben noch nie vorher Kavalane getrunken. Wir machen es das erste Mal mit euch. Aber ich finde es herrlich. Jetzt kommen wieder direkt Tabaknoten. Ne? Mhm. Traube. Traube, ganz süße Traube. Das ist halt für mich immer der große Vorteil beim Portsolisten. Du hast wirklich eine wahnsinnige Süße von der Traube mit dabei. Du hast, was du halt Kavalane typisch immer mit dran hast, finde ich jetzt wenigstens so leicht aufparfümiert, das muss man mögen. Ich trinke persönlich privat auch kein Cognac, deswegen komme ich damit sehr, sehr gut klar. Das unterscheidet es aber definitiv in meinen Augen von den Schotten. Also ja, auf jeden Fall. Also die Nase ist deutlich blumiger als bei den Schotten. Also sehr intensiv, sehr blumig, aber auch sehr aufbauend. Also an sich der Malt steigt gut im Glas durch die Öffnung durch in die Nase. Das ist, ich finde die toll. Ja, wunderschön. Auch da vielleicht mal als Hintergrund nochmal gesprochen, solange wir noch ein bisschen verriechen. Wir haben ja heute auch ein bisschen Zeit mitgemacht für euch. Kavalane wurde gegründet. Ich meine, du hast Zahlen immer besser, aber ich glaube Mitte 2000 oder 2005, meine ich, wenn ich das richtig aus dem Kopf rausschieße. Das kann gut sein, ja. Du warst doch mal so vorbereitet in dem Bereich. Mensch, ihr habt ein wunderschönes Kavalane-Tasting bei uns im Keller gehalten. Da steckt die King Car Group dahinter. Das ist im Endeffekt mit der größte Lebensmittelkonzern in Südostasien. Ist ein Herzensprojekt des Inhabers gewesen, der einfach leidenschaftlicher Whisky-Trinker ist und sagt, du, pass auf, das machen wir jetzt auch, das kriegen wir hin. Und sie leben halt ganz stark von ihren Klimabedingungen. Und das ist auch der große Unterschied zu den Schotten. Ja.
also da, wo der Schotter halt mal 20 Jahre braucht, dass das Fass auch ein bisschen ab, dass was geht, das machen halt die Taiwanesen in 6-7 Jahren. Richtig. Also da können wir auch jetzt mal ehrlich sprechen, jeden Whisky, den wir heute Abend trinken, die sind alle vom Alter her zwischen, sagen wir, 5 und 8 Jahren so in dem Dreh. Das ist das Regelalter, sag ich jetzt mal, beim Solisten. Theoretisch könnte man das auf der Flasche anhand der Cask-Nummer sehen. Da wird nämlich zumindest gesagt, wann es destilliert wurde, hier 2010. Genau. Und abgefüllt wurde das Ganze 2017, also sind wir bei 7 Jahren. Richtig. Genau im Fenster, ja, wo der Solist im Regelfall rauskommt. Genau. Und was wollte ich jetzt sagen? Ist lecker. Ist lecker auf jeden Fall. Es fällt mir bestimmt gleich nochmal ein, ist nicht vergessen. Ja, du musst da keine Hektik machen. Axel, wir haben Zeit. Ja. Nee, für mich die Nase nach wie vor, also wie gesagt, ich finde, der ist so unglaublich intensiv, unglaublich stark, aber trotzdem fein strukturiert. Jetzt kommen so die Pflaume ganz stark raus, also ich habe da immer ganz viel Pflaume und halt eben echt Tabak. Also für mich wäre das auch ein klassischer Cigar-Malt tatsächlich. Also ich finde, der würde sehr gut zur Zigarre passen. Geht definitiv in die Richtung. Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Wenn man das mit dem Schotten vergleichen möchte, der Schotte hat ja 2-4% Angel Share im Jahr. Mhm. Der Taiwanese verliert aber ja dafür im Jahr 18-20%. Daher auch meistens immer die geringe Flaschenanzahl bei den Solisten und die intensive Fassfarbe natürlich. Ne? Woher kommt das? Wenn ich mal so blöd fragen darf. Was genau meinst du? Der Angel Share? Der Angel Share, naja, durch die Verdunstung im Fass. Also das Fass, dadurch, dass es sehr viel atmet quasi. Ne? Ja, du willst also sagen, das Klima in Taiwan wäre anders als bei uns. Richtig. Genau. Also fast ähnlich. Genauso viel Regentage. Wir reden genau eben in Taiwan davon. Wir haben, ich sag mal, im Schnitt irgendwo 35 Grad, 90% Luftfeuchtigkeit. Das heißt natürlich, das Holz, das Fass des Holzes kann so intensiv arbeiten dahinter. Da müssen wir gar nicht mit irgendeinem Schotten oder irgendwas anderem dahinter anfangen. Das kriegt keiner auf der Welt so hin. Also da haben wir die Milk and Honey macht das jetzt ähnlich bei den Israelis oder Starboard in Australien. Das kann man so vielleicht noch ein bisschen vergleichen. Aber das sind halt, also da muss man auch sagen, die Asiaten sind immer perfektionierter, was den Whisky angeht. Definitiv, gar keine Frage. Also meiner Meinung nach, ich bin dem Thema aber sowieso sehr offen aufgestellt, was Whiskys aus verschiedenen Nationalitäten angeht, oder aus verschiedenen Ländern besser gesagt. Ich finde, Kavalan definitiv gehört für mich unter die Top 3 der Länder, die aktuell Whiskys produzieren. Absolut. Ich meine, wie viele Leute bei uns kommen täglich in Radio und sagen, ja, ich habe gehört, die Japaner machen ja, so einen guten Whisky und die Japaner sind sehr toll und wir müssen dann immer sagen, ja, die Japaner machen herausragend guten Whisky, aber halt auch für herausragend hohes Geld. Richtig. Muss man auch leider mittlerweile sagen. Und die Taiwanesen, muss man ganz ehrlich sagen, Kavalan ist ja nichts dahinter irgendwo schlechter oder sonstiges. Also qualitätsmäßig reden wir hier von einem ganz, ganz hohen Standard. Korrekt. Jetzt trinken wir mal, ich hab Durst. Cheers! Cheers! Ah, der ist so krass. Oha. Wie er schiebt. Und er kleidet immer direkt den Mund aus, aber auch gleichzeitig immer der Speichelfluss. Also er macht den Mund extrem trocken, finde ich immer. Na genau, sehr acidiert erstmal. Genau. Und dann kommt aber direkt der Speichelfluss hinterher. Das ist. Und dann hinten bleibt wunderbar im Rachen die Eiche. Ja. Du hast eine ganz süße, feuchte Eiche, sage ich jetzt mal. Also nicht auch mal Schrankwand, sondern wirklich. Auch trotzdem sehr würzig, aber eine geile Kombination. Du hast vorne die Süße, hinten dann dieses herbe, würzige, leicht, ganz leicht bittere, aber wirklich, mehr wie keine Zartbitterschorle. Also eine ganz, ganz leichte Bitternote, bloß hinten von der Eiche. Unglaublich harmonierend, sehr gut abgestimmt. Portweinfässer sind einfach was Geiles. Ich sag das auch jedes Mal, Leute, ihr müsst mehr Port saufen, das hilft nichts. Uns gehen die Fässer dahinter aus. Portwein ist sowas Schönes und besonders für den Whisky in der Kombination. Und Sherry natürlich, aber gar keine Frage. Ja, das ist natürlich immer Geschmacksfrage. Da kommen wir ja dann auch nochmal mit dazu. Ich persönlich favorisiere ja immer mehr die Portwein-Reifungen, weil sie für mich aber noch ein bisschen süßer sind. Okay. Es hat auch so einen ganzen, trotzdem noch einen Vanillestich. Ich glaube auch, dass es keine europäischen Portweinfässer, also keine europäische Eiche war bei den Fässern, sondern amerikanische Eiche. Weil sonst, glaube ich, wäre hinten raus noch ein bisschen kräftiger. Weiß ich jetzt aber tatsächlich nicht mit Bestimmtheit. Falls das nicht stimmen sollte, schreibe ich es auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung. Aber ich gehe davon aus, von der Nase, dass das ein amerikanisches Holz war. Weil ich finde, die Vanille ist schon ist sehr präsent, deutlich da. Jetzt muss man wirklich sagen, das ist auch für uns immer wieder spannend, die Sachen zu probieren. Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, bei den Portsolisten bestimmt 6-7 verschiedene bisher gehabt. Und alles sind natürlich immer ein Ticken anders. Es ist halt ein Einzelfass, nicht jedes Fass arbeitet gleich. Du hast hier trotzdem immer ein Stück Unikat. Ja, das merkt man auch. Also es ist tatsächlich so, dass viele Abfüllungen zwar unter dem gleichen Namen rauskommen, aber man merkt es ja allein schon an den Prozentzahlen her. Manchmal kommt der mit 58,6, manchmal mit 57,1.
56,8 war auch, glaube ich, schon dabei. Mhm. In so einer Fassstärke oder beziehungsweise in so einer Intensität vom Malt, finde ich schon immer, merkt man diesen kleinen Unterschied. Natürlich jetzt nicht ausschlaggebend, aber an sich gebe ich dir recht, er ist nicht immer gleich. Also es wird versucht, der Geschmackslinie treu zu bleiben, aber man schafft es natürlich aufgrund des Naturprodukts, des Holz, nie immer eins zu eins das Produkt identisch herauszubringen. Ja, für mich halt echt besonders beim Port Solista. Beim Sherry Solista muss ich sagen, sind sie immer relativ ähnlich, weil du halt doch da aus dem Fass unglaublich viel vom Sherry rauskitzeln kannst. Also das will ich einfach nicht, da kommen wir jetzt gleich dazu, immer eine relativ ähnliche Note. Der Port variiert tatsächlich immer so ein bisschen. Aber bei dem muss ich überhaupt sagen, war jetzt nicht schlechter als die erste, die ich getrunken habe. Das ist schon, machen sie schon gut. Muss man auch jetzt mal dazu sagen, sind wir noch nicht drauf eingegangen. Wir liegen hier auch bei der Flasche bei 130 Euro oder 129,90. Genau. Ist natürlich jetzt auch nicht wenig Geld, aber ganz ehrlich, wenn ich das vergleiche, was die Schotten aktuell rausbringen, in dem Preissegment dahinter, da müssen wir uns nichts dahinter irgendwie vormachen. Also ich hatte jetzt erst, das wäre sehr schön, aber das erzähle ich später, beim Vinior die Woche den Kunden gehabt. Das war auch eine schöne Geschichte, aber die... mach ich gerne zu. Ja, mach mal. Genau. Ich gebe dir mal schon mal die nächsten Gläschen. Na klar, gerne. Wir sind hier komplett professionell unterwegs, haben alle schon vorbereitet. Ich auch die passenden Gläser heute dazu gewählt. Das sind die Karolin-Gläser. Also ich finde, es war ein guter Auftakt. Ja. Was willst du für eine Note geben? Oh, schwierig. Sei ehrlich. Ja. Ich schau dir fast keiner zu. Also auf jeden Fall eine 8. Aber ich muss sagen, ich weiß, was noch kommt. Und Port ist jetzt nicht immer mein Type, muss ich tatsächlich dazu sagen. Also Sherry bin ich schon mehr der Freund. Ich habe die Abmahnung schon geschrieben. Was sagst du dazu? Also für mich ist er 9 von 10, definitiv. Oh. Ich finde, den kann ich, also das ist so ein Whisky, da kann ich blind hinlangen. Weiß ich ganz genau, der schmeckt mir immer. Also aber Port war diese süße, florale, fast Cognac-artige Parfümität noch mit. Also es ist geil. Also finde ich, es ist ein wunderschönes Wechselspiel miteinander. Ja, fällt mir schon, na doch, ja, also fällt mir schon sicher auch gut. Aber ich weiß schon, dass du jetzt beim nächsten Kandidaten mehr zuschlägst. Das merkt man dann auch immer in der Beratung im Laden. Ich bin da immer der, sagt, nimm mal den Portwein. Der sagt, oh nee, hier der Sherry, schaut euch den an. Sherry ist auch grundsätzlich bei uns ausverkauft. Ne? Mal gucken, wenn man sich die Farbe natürlich anschaut. Wir haben hier halt eine wahnsinnige Cola-Abfüllung. Ne? Also ja, der Sherry Solist, der lebt schon für die Farbtrinker, sage ich jetzt mal. Genau, das ist auch der nächste, den wir trinken. Gleiche Lederbox wieder. Genau. Gleich 57,8%. Diesmal, da merkt man, Sherry-Fässer sind doch ein bisschen größer. Das war wahrscheinlich ein großes Sherry-Pack, was wir genommen haben. 498 Flaschen. Hier ist die Flasche 62 dahinter. Okay. Und der ist alt. Der wurde destilliert 08, wenn ich das richtig rauslese. Und abgefüllt 2017. Also der hat 9 Jahre. Das ist für einen Solisten eine ordentliche Zeit. Oh, ich meine, der ist aber halt auch echt, der ist halt schon echt knalldumm. Ja. Der Anniversary von Caroline, der hat auch nur 9,5 Jahre, glaube ich. Vielleicht zeigen wir den später auch. Mal gucken. Ja, und da auch bitte Feedback zum Podcast, den wir jetzt gerade als erstes hatten. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr den gefunden habt und auch gerne, wie ihr den im Vergleich zu den Resten finden werdet. Also so ein Ranking von euch würde uns wirklich sehr interessieren, dass wir mal sehen können, was ist denn so wirklich die Beliebtheit. Ist unsere Meinung richtig? Wahrscheinlich nicht, weil meine Meinung meistens nicht richtig ist. Und wie seht ihr das da draußen so? Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Ja, das ist auch immer die Regel bei unseren Tastings, dass wir am Ende immer einen Sieger küren, beziehungsweise die Gäste des Abends immer einen Sieger küren. Deswegen bitte einmal in die Kommentare schreiben, wenn es nur der Sieger des Abends ist, das langt schon. Ich kenne das auf YouTube immer mehr so eigentlich als der stille Beobachter unterwegs, nie der Kommentator, aber bei dem Video bitte einmal kommentieren. Auch da bitte kommentieren, wenn ihr zukünftig den Axel lieber vor Videos sehen wollt als mich. Ich würde es nachvollziehen bei der Friese, ja, ich würde es auch lieber. Ah, die Nase, sorry, ich habe schon so geschnüffelt, wenn du gesprochen hast. Das ist halt einfach, du merkst die 9 Jahre bei dem so krass. Ich habe, glaube ich, noch keinen Scheiß-Solisten gehabt, der so... der ist so voll, der ist so satt. Du hast ganz viel Kakao für mich erstmal damit dabei, also ganz heftig Kakao. Ja, hätte ich jetzt halt auch Schokolade deklariert, aber Kakao, ja, trifft's. Nee, ich finde es nicht so süß. Schokolade ist, ja, ich finde es nicht. Ich bin Milka-Esser. Und ja, okay. Bei mir ist Milka immer halt irgendwie süßer. Ne? Also wie ihr hört, wir sind ja natürlich auch trotzdem noch in Bamberg. Nee, also für mich ist, der hat auch eine schöne Würznote dabei, der ist schön würzig. Ja, ich sag bei dem, sage ich ja auch immer im Verkaufsgespräch dazu, Vanille-Pfeifentabak. Also Golden Blends Nummer 1 ist dann tatsächlich so mein Vanille-Hausmarken-Tabak, den ich da eigentlich immer, wenn ich Pfeife rauche, so. Also wenn ich Pfeife rauche, dann ist es meistens Golden Blends Nummer 1, weil das sehr mild ist, ne? Aber weg vom Tabak. Kennt er sich aus. Hier habe ich diese ähnliche Vanillenote. Ist mehr so cremig und mehr so im Unterton. Schreibt mal rein, ob ihr Vanille habt.
Also ich habe jetzt, ich finde ja auch, der ist halt einfach so tiefrot. Natürlich, klar, wir haben alle klassischen Aromen, die wir jetzt einmal aufzählen können, wie Rosinen, Datteln, Feigen, also alles, was man sich von der Kohleabfüllung im Charry vorstellt, das haben wir definitiv dabei. Ja, besonders Pflaume auch wieder, finde ich. Das habe ich beim Porn auch gehabt. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grundstil von Cavallan. Weil was der jetzt nicht ist, im Gegensatz zum Pornwein, finde ich, der ist nicht parfümiert. Richtig, also er wirkt in der Nase nicht wie ein Cognac. Das ist korrekt. Also der ist nicht so floral. Stimmt, da stimme ich dir zu. Aber trotzdem. Aber ihr merkt, wir sind relativ still dann zwischendurch, weil der hat viel. Und der verspricht auch immer viel in der Nase, finde ich. Also wenn man den einmal schnuppert... Ja, das ist doch Schnüffelwissen. Naja, der geht gut ab. Den kann man eine halbe Stunde, bevor man ihn zu Gemüte führt, erstmal schnuppern. Und jetzt muss ich wirklich sagen, wir haben den jetzt auch schon locker eine halbe Stunde im Glas. Ja, doch. Und der ist immer noch dermaßen fordernd. Ja. Also sehr komplex auch. Ja, definitiv. Also ich habe den auch schon lange nicht mehr gehabt. Sieht man auch, die Flasche ist noch relativ voll. Boah, der ist wirklich, der ist sehr vielschichtig. War ein tolles Teil. Ja, aber ne, jetzt muss ich leider... Ich muss trinken. Hilft nichts. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Also, wenn ihr gemeint habt, der Port schiebt, der schiebt. Der drückt nochmal nach, auf jeden Fall. Wie der jetzt aber auf der Zunge, in der Nase ist, also... Vom Antritt, klar, du hast eine Süße vom Charry erstmal vorne, du hast eine ganz starke Würzigkeit, also für mich erinnert das fast schon an irgendeinem Foursquare rum oder sowas, das liegt halt in dieser tropischen Reife und du merkst wirklich, es ist unglaublich viel Fass in der Flasche. Ja. Aber Wahnsinn, unglaublich intensiv. Ich finde, wenn er auf die Zunge tritt, dann verspricht er so eine leichte Süße, ne? Also fruchtig süß und dann zeigt er, was er wirklich kann. Und das ordentlich, also der kleidet den Mund aus und... Und den habt ihr. Auf jeden Fall. Von dem hat man lange Spaß. Mhm. Was hat denn der dann hinten dran? So ein bisschen Dattel habe ich jetzt in der Nase. Also ich habe tatsächlich im ersten Geschmackstest gerade so ein bisschen den Schwefel vom Charry wieder drin gehabt. Aber ich reagiere darauf auch eher allergisch. Also sobald das irgendwo mit drin ist, etwas Schwefel, schmecke ich das raus. Nein, so ein bisschen zu Altschwefel. Für mich ist es mehr Liebstöckel. Ich habe halt immer sofort das Maggi-Gewürz. Nee, aber ich finde echt so ein bisschen Datteln, Feigen, also wirklich so ganz, ganz satte Trockenfrüchte. Also nicht nur diese kleinen Rosinen, sondern so richtig satte, dicke, eingelegte Pflaume. So ein bisschen Studentenfutter, so eine Nussigkeit da oben mit dran. Dann habe ich auch wieder die Tabakwürze habe ich wieder mit drin. Ja, Tabak hast du auf jeden Fall. Also geschmacklich sowohl in der Nase. Ich glaube, dieses Tabak kommt auch wirklich halt einfach von dieser intensiven Fassung. Ja, glaube ich auch. Das ist so diese Charakteristik. Der Fassreifung in der tropischen Reifung einfach. Also das passiert. Auch da glaube ich, weiß ich jetzt auch nicht, würde ich aber auch jetzt spontan eher sagen, amerikanische Weißeiche. Ich habe zwar diese Vanille nicht so stark, die ist nur bei mir dafür ganz viel. Und ich finde, er ist im Abgang trotzdem relativ geschmeidig. Ja, also ja, stimmt. Verhalten nicht geschmeidig, das stimmt. Also er geht zarter runter als er. Wenn ich jetzt ein europäisches Bad hätte mit der Farbe, hätte ich jetzt 2 Stunden lang Eiche hinten raus noch. Einmal hier in die Holztheke gebissen. Nee, also wir liegen hier auch beim gleichen Preis, auch bei 129,90. Also wie gesagt, ich weiß schon, du würdest eher zum Charry greifen. Bei dem Batch, also wenn ihr hier noch das Batch mit den 57,8 mit der Fassnummer, bitte mitschreiben, S09060802 0A bekommt. Wir schreiben es mal in die Artikelbeschreibung, wollte ich schon sagen, ins YouTube-Video mit rein. Ja. Zuschlagen, also das ist schon echt ein Knallerfass. Das war, glaube ich, also wie gesagt, für mich unterscheidet sich der Charry eigentlich normalerweise nicht so stark von den anderen bei den Batches, aber der kann nochmal ordentlich als der letzte. Das ist richtig. Oh, der kommt nicht gut. Warum habe ich den vorher noch nicht getrunken, Axel? Ja, du bist das gute Zeug wieder vorhin halt. Ne? Ich bin wieder dran schuld. Nee, aber. Ja. Doch, den sollte man sich öfter in Erinnerung rufen. Ja, schon jetzt bestimmt. Also auch als Whisky-Händler muss man ab und zu mal zur Flasche greifen. Hilft nichts. Deswegen sind wir heute für euch da. Alles für die Kunden. Nee, ich muss auch sagen, ich finde das schön auch bei Cavallan. Das habe ich auch immer, wenn Leute reinkommen, eine Beratung suchen und sagen so, pass auf, ich will eine spezielle Flasche haben, ich will was Besonderes dahinter haben. Du hast hier was du nicht an jeder Ecke findest. Cavallan ist trotzdem in Deutschland noch nicht so präsent, sage ich jetzt mal, wie ich es gerne hätte. Wir arbeiten daran, wir gehen da auch definitiv auch ein bisschen als, ich sag mal, Vorreiterstellung mit dazu, weil wir wirklich die Sachen einfach klasse finden. Und bevor ich jetzt
alles keine schlechten Whiskys. Bitte in der Aufzählung direkt vorweg sagen, alles gute Whiskys, aber bevor ich jetzt den Glenfarclas 25 zum Beispiel hole. Ja. Super schöner Standard-Whisky, kostet fast das gleiche wie der Cabana Sherry Cask. Sorry, da kann der einfach mehr. Ja, man da muss steckt halt viel mehr dahinter. Definitiv. Also ich finde, ich sage immer zu Cabana allgemein, ist immer tagesformabhängig. Also im Hochsommer bei 35 Grad könnte ich jetzt nicht zum Sherry-Solisten greifen. Du schon, ich weiß. aber an sich, wenn man sich auf diese Komplexität im Malt und auf die Intensität eingestellt hat, dann geht der schon sehr gut. Also dann würde ich auch lieber zu sowas greifen und die 130 in die Hand nehmen, als dann irgendwie eine Standard-Hausabfüllung. War das eigentlich der erste Cabernet, den du getrunken hast? Das war der erste Cabernet, den ich jemals getrunken habe, ja. Also nicht heute, aber schon. Ja, doch, ja. Das ist eine Sherry Solist, war der erste. Ist, glaube ich, auch der bekannteste. Weil ich glaube, da sind sie auch in den deutschen Markt ganz gut mit reingegangen, weil besonders, ich sag mal, in den ganzen Whisky-Nerd-Kreisen, wo wir uns ja auch immer gerne bewegen, allein die Farbe halt eine Rolle spielt. Nochmal, ich zeig's mir in die Kamera, falls vielleicht sieht man es ein bisschen, wir machen auch vielleicht nochmal Nahaufnahmen. Das ist halt schon eine Bucht. Also muss ja ganz klar sagen, das ist schon. Das brauche ich jetzt mal ein Stückchen Wasser. Ja, weil der ist, also eigentlich müssten wir jetzt kein Stückchen trinken, sondern irgendwie zwei Flaschen und eine Stunde warten, weil der ist ja der, man hat es ja auskleiden in den Mund. Ich habe den ja immer noch, das ist wie ein Espresso. Ja, definitiv. Also der bleibt lang und belegt den Mund. Also ich sag auch immer, wenn ich gefragt werde, wenn du ein Tasting hältst oder halten würdest, und hast nur diesen Cabernet mit drin, an welcher Reihenfolge würdest du den setzen? Und wenn nichts stark gepeaketes dabei ist, würde ich den tatsächlich eher immer so in Richtung Ende oder kurz vor der Pause hinstellen. Einfach aus dem Grund, dass der Mund noch mehr Zeit hat, sich zu entspannen. Am Ende macht es halt am meisten Sinn, weil er dann halt damit rausgeht. Das ist ein Startschuss. Genau. Und der bleibt halt dann auch noch bis zum nächsten Morgen zum Zähneputzen. Ja, aber so an sich. Finde ich. Ich wäre ja fast überlegen, das wäre mal fast ein Versuch wert, Axel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der nach einem Starktorfing immer noch kommt, weil der halt einfach richtig über die Zunge marschiert. Ja. Wollte ich jetzt nicht sagen, aber habe ich halt noch nicht vorher ausprobiert. Wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, ob der halt auch so einen torfigen Lager zum Beispiel überdeckt. Ne? Wäre spannend. Wäre spannend. Was haben wir denn als nächstes? Was hast du mir jetzt hier gestellt? Als nächstes habe ich Cabernet Solist Peaty Cask mit 51,6%, genau. Limitiert gewesen, beziehungsweise Fassnummer, Fassnummer schreiben unten rein. Fassnummer schreiben unten rein. Menge der Flaschen aus dem Fass 143. Was genau für ein Peaty Cask verwendet worden ist, kann euch der René genau sagen. Also genau kann ich es nicht sagen. Es gibt dahinter natürlich keine offiziellen Stellungnahme. Was ich mal so gehört habe und was sich so rumspricht, und vielleicht stimmt es auch, vielleicht auch nicht, Simula Freud Fässer. Also die Flaschenanzahl mit 140 Flaschen passt auf jeden Fall zum Bourbon Barrel. Weil wenn man sich überlegt, normalerweise kommt bei Bourbon Barrel so, keine Ahnung, 210 Flaschen oder irgendwas raus. Jetzt haben wir die Verdunstung. Ja. Dementsprechend, wie alt haben wir denn da? Das habe ich gar nicht geschaut. Der ist auch von 07 und wurde abgefüllt 2016. Also ist der 9 Jahre. 9 Jahre. Ja, war schon wieder zu viel Whisky, ja. Ihr wisst, bei mir einkaufen, ihr kriegt unfreiwillig Rabatte. Ja, das merkt man auch im Alkohol, 51%, der ist ordentlich abgesackt. Wenn wir uns die anderen anschauen, die alle weit über 50 natürlich noch waren, eher fast eine 60 dran mit 57 und der hat auch 57 gehabt. Richtig. Also schauen wir mal, Peaty Cask bedeutet, also wir haben hier eben ein Fass gehabt von einer schottischen Destillerie auf Eider, die stark torfigen Whisky vorher in diesem Fass hatte, und dementsprechend ist die Hoffnung zumindest, schauen wir mal, ob es auch stimmt, dass ein bisschen was von dem Rauchgehalt, sage ich jetzt, weil dieses torfigen Whiskys auch im Cabernet an sich dann widerspiegelt, sage ich jetzt mal. Definitiv. Ich muss da aber auch immer aufklären, die meisten kommen rein und sagen, Peaty Cask, oh geil, das ist ein getorfter Whisky von Cabernet. Nee. Der ist genau die gleiche Grundrezeptur, das heißt, wir haben hier jetzt nicht kein getorftes Malz bzw. getorftes Destillat dahinter, sondern wirklich nur die Fassbelegung. Und was sagt deine geschulte Nase? Meine geschulte Nase hat direkt beim ersten Riechen Datteln im Speckmantel gerochen. Echt? Mhm. Was Süßes mit was leicht Speckigem kombiniert, aber nur dezent speckig. Also wirklich mehr Datteln als Speckmantel, muss man sagen. Also nur ein dünner Streifen Bay. So einen ganz leichten Rauch habe ich schon, aber ich bin da auch, glaube ich, echt ein bisschen... Ja, du bist schon abgehärtet. Ja, ich bin so geschädigt, was zu sagen. Ich habe zu viel stark torfige Whiskys in meinem Leben getrunken. Also einen leichten Torf, da ist einmal der Torf vorbeigelaufen, hat gewunken, hat gesagt, hallo, wie geht's dir, alles gut, und dann ist er weitergelaufen. Genau. So auf jeden Fall. Aber sehr süß, sehr fruchtig, sehr süß. Aber helle Früchte dieses Mal, ne? Logischerweise. Kompletter Kontrast auf jeden Fall zu den anderen zwei. Also wir haben jetzt echt nichts mit...
Feigen, Rosinen, Datteln oder sonstiges. Datteln im Speckmantel, meine ja. Das war, aber ich bin eher so bei Banane, Mirabelle. Oder was es auch sein könnte, Honigmelone mit Schinken. Das vielleicht nochmal eher, würde genau. Ich auch sagen. Ich habe es nochmal kurz hier hochgestellt wegen der Farbe, dass man es sieht. Farbe ist Gold, ne? Wie würdest du sagen? Gold? Ja, also wie sagt der Marketing-Profi? Bernsteinfarben. Genau. Nee, aber ich nehme meine Aussage tatsächlich zurück mit dem Datteln im Speckmantel. Wassermelone mit Schinken trifft es besser. Honigmelone. Ja, Honigmelone. Stimmt, genau. Ja, definitiv. Also helle Früchte, Honigmelone, Banane, ja. Mango, ja. Ein bisschen Papaya. Der riecht fast ein bisschen wie ein Rum. Ja, schon. Also hat was von einem leichten Rum auf jeden Fall. Also finde ich jetzt tatsächlich gerade aktuell den komplexesten. Ne? Ja, ist halt schwierig zu deklarieren, weil du was ganz anderes erwartest, was sich dann eigentlich trifft. Ne? Ja, mach doch mal ganz viel. Ich finde, da passiert ganz, ganz viel in der Nase. Jetzt muss er auch sagen, das Glas haben wir jetzt auch schon eine halbe Stunde eingeschenkt gehabt. Also ich finde, der hat ganz, ganz viel. Der ist viel, also der ist, die anderen waren mehr so ein Dampfhammer und wow, ja. Und ab geht's und hier und wir zeigen dir schon in der Nase, was jetzt gleich passiert und jetzt sind wir echt noch ein bisschen... Der ist sehr dezent, sehr verhalten in der Nase. Zum Nachforschen. In der Nase zumindest. Jetzt hab ich Love Roll gehabt. Ja, hat das kurz? Ein kurz Phenol habe ich gehabt. Ich bin noch nicht dran gewesen. Naja, komm, cheers. Hilf mir. Cheers. Muss weg. Im Nachgang kommt der Torf. Ja. Da kommt wirklich die Nase, kommt das Torf gegeben. Sehr geil. Super gut raus. Ja. Vor allem erinnert er mich am Anfang. Ja, tatsächlich, dieses leicht Betäubte auf der Zunge im Mundraum erinnert mich komischerweise immer so ein bisschen an Erfolg. Mhm. So. Und dann dieser Rauch da dazu im Abgang. Der hat doch sonst so einen süßen Rauch. Also, ja. Also nicht auf gar keinen Fall irgendwie hier Richtung Port Charlotte oder sowas, Lagerwohl in gar keinen Fall. Geht eher in Richtung Luffy. Also, was sagt jetzt der? Schreibt uns mal in die Kommentare genau. Für die Leute, die vielleicht auch sonst nicht torfigen Whisky lieber trinken, ob der trotzdem geht. In meinen Augen kann den ja auch jeder trinken, der eigentlich keine Torfmonster mag dahinter. Also ich finde den schon ziemlich geil. Ist auch ein cooles Konzept. Bei diesen PT-Cast-Geschichten machen die Schotten ja auch ganz, ganz so schön. Old Pulten hat beim 100 einen PT-Cast auch mit drin. Richtig. Da finde ich, kommt immer gar nichts. Nee, also ich finde, also beim 100, ohne den 100 jetzt schlecht reden zu wollen, ich mag den, das ist ein super Einsteiger, ich finde den toll. Ne? Das ist halt keiner mehr Popcorn, Bombenabfüllung. Aber das PT-Cast haben sie meiner Meinung nach tatsächlich mehr so marketingmäßig hinten drauf geschrieben. Also wenn ein PT-Cast im Fasslager neben dem Fass lag, dann okay, aber alles andere kannst du mir nicht erzählen. Also, ja, und das ist bei den meisten Schotten. Also die ganzen ja. PT-Cast-Geschichten, die ich bisher hatte aus Schottland, da war es wirklich so, dass ja, wir schreiben es halt mit drauf, aber genau. Schmeckt uns eigentlich keiner. Und hier ja. Hast du wirklich im Abgang zumindest, ich finde auch die Zunge nicht, in der Nase nee. Nur so ganz leicht, aber im Abgang hast du gerne diesen torfigen Charakter aber dann auch mit drin. Schottisch-Charakteristik. Also ja. Du merkst, dass es ein schottisches Fass war. Also das auf jeden Fall. Er schmeckt schon nach Luffy. Ja. Also, wenn man mich jetzt nach einer Meinung fragen würde, was ich denke, was da drin ist, würde ich tatsächlich Richtung Luffy tendieren. Wir waren zwar alle noch nicht im Warehouse von Kavalan, das müssen wir mal ändern, dann müsste das vielleicht nochmal besser. Ja. Vielleicht bei einer von euch, ne? Dann kannst du uns verraten, was drin liegt. Ey, das ist vielleicht schwierig für mich, Axel. Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde den fast am spannendsten gerade. Ja, weil, weißt du warum? Weißt du warum? Weil wir den so selten im Glas haben. Das stimmt, den haben wir echt selten getrunken. Also das ist jetzt mein zweites Mal, dass ich den im Glas habe. Oder also das dritte Mal. Beim Tasting haben wir das erste Mal gehabt? Weil wir hatten mal ein Kavalan-Tasting gehabt, da haben wir auch den PT-Cast als von Lambesole Whisky allerdings. Genau, gehabt. Richtig. Und da auch die Selection oder so. Genau, das war eben der von Lambesole Whisky. Genau. Nee, aber... Na, ich finde, er ist halt, also die anderen beiden nochmal, also der Sherry besonders, das ist einfach ein Brecher. Also jeder, den du dem einschenkst, der schaut dich erstmal an und denkt, was geht denn jetzt hier ab? Definitiv, gar keine Frage. Der Port dagegen ist so ein bisschen der Gentleman, der bringt dann die Süße mit, der hat auch alles, was du vom Portwein erwartest und das kriegst du auch dahinter. Aber ohne es abwerten zu klingen, wir reden hier von absolutem Premium-Produkt, das will ich nochmal sagen, wir sind hier absolut Premium-Segment und keiner muss sich hier irgendwas dahinter verstecken. Aber der ist so richtig. Trink nochmal einen zweiten Schluck. Richtig. Ich habe gerade jetzt nochmal beim zweiten Schluck was anderes festgestellt. Aber bei mir tatsächlich hat er im zweiten Schluck nochmal genau das gemacht, was die anderen davor auch gemacht haben, auf der Zunge. Explodiert. Und alles im Mund ausgekleidet. Aber natürlich nicht so holzig oder nicht so intensiv wie jetzt der Port oder der Sherry. Der Torf kommt nochmal heftiger. Aber er kommt definitiv nochmal. Also wenn man das erste Mal vom Glas getrunken hat, dann nochmal kurz stehen lässt, der kommt nochmal. Der macht nochmal mehr auf. Ist geil. Aber jetzt brauche ich definitiv wieder einen Schluck Wasser. Sonst geht gar nichts mehr.
Ich glaube, nach dem Tasting sind wir heute alle ganz gut beieinander. Mhm. Fünf Fahrstärken, super. Läuft. So macht es dem René Spaß. Ja. So, da sind wir wieder zurück für euch. Gab eine kleine technische Störung. Auch bei Profis passiert das. Nee, wir sind auf jeden Fall jetzt beim vierten angekommen, richtig, meine ich. Ne? Vigno Barrique. Gib mir mal die große Schatulle, weil da jetzt was Schönes drauf ist. Das stimmt. Ganz richtig. Genau, Vigno Barrique. Wir haben jetzt hier ein portugiesisches Rotweinfass, was hier verwendet wurde, auch wieder als Einzelfassabfüllung. Und die Besonderheit dahinter ist, für den Vigno Barrique hat Cavalan damals auch bei Jim Murray in der Bible den World Whisky Award bekommen für den besten internationalen Whisky. Und zwar war das, da steht Gott sei Dank drauf, 2015 schon. Das heißt, wir haben hier wirklich, ich glaube, der wurde sogar zweimal hintereinander gewählt. Mhm. Ich glaube, letztes Jahr auch nochmal. Ja. Also der hat, glaube ich, 2 oder 3 Auszeichnungen schon bekommen. Richtig. Also das ist definitiv einer der wahrscheinlich bestbewertesten Whiskys aktuell auf dem Markt, was das angeht. Ist auch gleichzeitig in der, ich sag mal, regulären Solistenreihe der teuerste, beziehungsweise der, ja, schauen wir, ob es der beste ist, aber auf jeden Fall preislich schon mal am ambitioniertesten. Richtig. Vigno Barrique Fässer, muss ich auch dazu sagen, habe ich außerhalb von Cavalan bisher so noch gar nicht gehabt. Also hier, wie gesagt, portugiesischer Rotwein, der dahinter verwendet wird. Schauen wir mal, was passiert. Ne? Unsere Abfüllung heute 57,1, 233 Flaschen, wir haben Bottle Nummer 90. Genau, vom Abfülldatum, beziehungsweise das Destillationsdatum müsste, boah, das ist schwieriger, ich glaube 08 sein, wenn ich das richtig sehe. Und abgefüllt sind wir 2016, also 8 Jahre. Wieder im klassischen Solistenalter. Ja. Das ist schon eine ganz andere Nummer. Also Preis, ich glaube, wir sind jetzt hier beim teuersten der regulären Solisten. Wir sind jetzt hier bei 170 Euro. Ja, 169,90, um das in Einzelhändlerpreisen auch auszudrücken. Ja, richtig. Das ist wichtig, ne? Weil man zahlt ja keine 170, sondern nur 169. Das ist wichtig. Fürs Gefühl zumindest. Also der ist viel feiner. Den spüre ich jetzt schon wieder auf der Zunge. Hast du schon alles von der Nase auf die Zunge gekriegt? Nee, ich weiß ja, wie er auf der Zunge gleich wirken wird. Den hatte ich schon ein bisschen öfters im Glas als den Pink Cast tatsächlich. Ja. Den habe ich, glaube ich, am wenigsten von allen im Glas gehabt tatsächlich. Den hab ich mich heute auch am meisten gefreut, wenn ich ehrlich bin. Dieses Trockene auf der Zunge, das habe ich jetzt schon wieder. Aber also es kann auch von den davor sein. Er hat eine wahnsinnige Traubensüße. Also jetzt nicht diese Trockenfrüchte und auch nicht diese, sagen wir, klare Portweinsüße. Nicht dieses Zuckriges, sondern wirklich fruchtig süß. Ja. Fruchtig süß, richtig. Sehr klar, nicht so dumpf in der Nase wie jetzt der Port und der Sherry, also nicht aber brachial vom Fass her kommt, sondern sieht man auch in der Farbe. Der hat natürlich eine schöne Farbe, der ist auch schön dunkel, aber jetzt kein Vergleich zu der Cola-Abfüllung vom Sherry zum Beispiel. Also ich finde viel, also die Textur in der Nase, wenn man das jetzt mal so schön sagen möchte, hat eine ganz andere. Jetzt sieht auch wahnsinnig dicke Schlieren, das ist heftig. Das ist richtig krass. Die Tränen sind richtig krass. Aber. Ja, also zum Nosing, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Schokolade hat er. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich habe so eine leichte Schokoladenassoziation schon wieder drin. Aber für mich Milchschokolade. Ja, dieses Mal ist es deine Milka. Ja. Definitiv. Ja, lila Ballisto würde ich jetzt nicht sagen. Aber so eine Rittersport-Vollmilch mit leichten, mit Trauben drin. So. Ja, also diese Traubenstückchen in der Schokolade, ich glaube, die kennen wir alle. So die Ecke geht er schon rein. Alter, ich tue das auch, weil es so schnüffeln ist hier, den will ich gar nicht trinken. Den kann man als Parfüm tragen. Also der an den Cover. Also bei den Solisten und allgemein bei Cavalan steht die Nase, also das Geschmackserlebnis steht mit dem Nasenerlebnis, mit dem Nosing-Gefühl schon wirklich fast gleich, finde ich immer. Und das Geile finde ich bei denen auch, das finde ich auch super spannend, gut, auch hier haben wir den natürlich schon eine halbe Stunde vorher eingeschenkt gehabt. Obwohl der wieder 57% hat, ne? Der ist nicht sprittig in der Nase. Das ist nicht so, dass die Nasenhaare, die jetzt erstmal einmal weggeätzt werden und dann kommt der Geruch raus. Also ich hoffe, man sieht es auf der Kamera richtig, aber ich halte ja meinen Zinken schon immer recht weit rein. Ne? Bei dem großen Zinken sieht man. Ja. Sollte man sehen. Auf jeden Fall, bei manchen Malls hat man es ja, da riecht man dran und dann reagiert die Nase sofort mit, da ist Alkohol im Glas. Aber hier ist es auf gar keinen Fall. Ja, für mich auch das erste Mal eine Malznote. Sorry, dass ich das nicht habe. Hast du Malznote drin? Ich finde, der hat was Malziges hinten. Ja. Das hat bei den anderen nicht gehabt. Ich würde ja unglaublich gerne mal den Rotwein von Cavalan probieren. Oh ja. Der muss sehr spannend sein, glaube ich. Also vor allem kann man, wenn man das Rohdestillat mal, glaube ich, im Glas hatte, kann man besser deklarieren,
was kam dann wirklich vom Fass nur raus und was ist schon von der Charakteristik immer im Malt mit drin. Ne? Also hier vielleicht auch mal auch für euch dazu gesagt, das habe ich jetzt mal so vorweggenommen. Wir haben hier bei Kavalan, weil wir sie eben hatten, taiwanesische Destillerie, gehört eben zur Kinka Group und die haben hier wirklich eine schottische Destillerie quasi in Taiwan einmal aufgebaut. Wir haben alle Brennanlagen von Forsyth dahinter, also der größte Brennanlagenhersteller in Schottland, wo eigentlich alle großen namentliche Destillerien ihre Brennanlagen bauen lassen. Das heißt, wir haben hier die komplett gleiche schottisches Brennverfahren mit Spirit Stills und dann halt die normalen Pot Stills auch dahinter. Nur halt eben das Interessante ist das Fassmanagement bei denen. Was die auch zum Beispiel selbst machen, finde ich auch interessant, machen die wenigsten noch. Die haben eine eigene Kofferei mit dabei, das heißt, die Fässer bearbeiten sie alle selbst. Das heißt, sie kriegen dann ihre Sherry-Fässer, Weinfässer, Bourbonfässer, PD-Cars, was sie nicht alles verwenden und bearbeiten die selbst auf, charen die auch nochmal selbst, bauen die dann auch wieder selbst zusammen und das merkt man schon auch. Also sie haben einen großen, sagen wir, Recycling-Anspruch dahinter, das heißt viele Fässer, die jetzt zum Beispiel beim Solisten nur einmal benutzt werden, gehen dann danach nochmal in die Aufbereitung für ihre Standard-Range. Also für diejenigen, die vielleicht auch unser Kavalan Einsteiger-Set vorher schon mal probiert haben, da haben wir eben genau die Einsteiger von Kavalan von 60 bis 90 Euro probiert. Und das sind genau die Fässer, die hier vorher für die Solisten verwendet wurden und dann eben danach nochmal aufbereitet wurden für eben die, in Anführungszeichen, Standards, sage ich jetzt mal. Ja, sehr spannend auch. Also die Geschichte an sich von Kavalan, wenn da irgendwie mal ein Flyer in die Hand fällt, wie der René vorhin schon sagte, ich habe da mal ein sehr großes Tasting drüber gehalten. Die Geschichte an sich ist sehr interessant, wie Kavalan entstand, was wie die, so ihr Weg gegangen sind mit den Brennblasen, Fassmanagement. Die King Car Group an sich, also das, was ich jetzt noch dazu sagen kann, ist, dass die King Car Group an sich in Deutschland auch schon bekannt ist, was man nicht meinen mag. Aber ich sage das immer ganz gern dazu, auch im Verkaufsgespräch, diese Mr. Brown Coffee Tins, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, diese Alu-Coffee-Dosen, diese Cold Brew-Kaffee-Dosen, die gehören ebenfalls zur King Car Group von Kavalan und die gibt es schon seit, also seitdem ich denken kann, an jeder Tanke gibt es die. Du bist ja auch erst gefühlt 18. Ja, also, genau. gefühlt. Richtig. Komm, jetzt trinken wir mal. Ja, Mann. Prost. Prost. Auch wieder traumhaft. Wieder die gleiche Intensität und jetzt sind wir bei der vierten Fassstärke hintereinander und trotzdem noch die gleiche Intensität wie jetzt bei den ersten. Im Abgang aber viel feiner. Ja. Viel, also die, ich finde auch wirklich diese Rotweinnoten kommen ganz stark zur Geltung. Also du hast wirklich das Gefühl von dem schönen, fruchtigen, astringierenden Rotwein dahinter. Die Schokoladennoten finde ich auch wieder ganz kräftig. Eine leichte Süße. Aber nur ganz fein. Aber ich finde, wenn ich dich jetzt kurz unterbreche, dieses Mal ist es tatsächlich genau andersrum. Also er ist im Abgang sehr fein, sehr zart. In der Nase verspricht er schon viel. Und auf dem Mund macht er genau, also im Mund explodiert er wieder extrem. Also trifft die Zunge und dann geht's los. Also nichts anderes außer Vigno Barrique Fässer quasi oder an sich dem Malt im Mund, im Geschmack. Überlädt alles. Also selbst den leicht PTK, also den PTK-Solisten jetzt von davor, habe ich jetzt gar nicht mehr. 0,0. Gerade. Der kann einiges, also der kommt da auch nochmal drüber. Ja, das ist schon wirklich für mich nochmal zumindest eine ganz, ganz andere Hausnummer, weil es ist für mich auch gerechtfertigt, dass der mehr kostet als die anderen, bin ich auch ehrlich, also er hat schon nochmal eine andere Qualitätsstufe, das sind wir ja auch mal ehrlich, bei 170 Euro jetzt sind wir im absoluten High-Premium-Bereich, also jetzt geht es ja schon langsam los, wo ich sage, da gibt es nicht mehr so viel Flasche, richtig. Also vielleicht haben wir noch einen im Tasting, die nochmal teurer wird, aber das kann der mal mitgehen. Und jetzt mal die Geschichte vom Anfang. Ich hatte die Woche einen Kunden da, der hat ein sehr edles Geschenk gesucht zum Geburtstag von, ich glaube, zum 30. oder 40. von jemandem. Und da war auch die Frage, was nimmer. Ich habe einen Glamorange Designé hingestellt, der mittlerweile beim gleichen Preis angekommen ist wie jetzt der Vigno. Und dem Vigno, der Signé natürlich erstmal gepunktet, weil wir haben einen Glamorange dahinter, großes schottisches Whiskyhaus, eine Mordsverpackung, schöner Glasflakon dazu etc. Und besonders ist er schottisch. Ne? Und wenn man ja so viel Geld ausgeben möchte, will man ja Schotten haben. So, mal drauf, jetzt probieren wir einfach mal beide. Was ist passiert? Er hat ganz klar direkt gesagt, du, ganz ehrlich,
Der Glamorange ist super, der ist schön, der ist rund, der ist klasse, aber der Vigno, der speziell, der ist eigen. Der hat eine Finesse noch mit dabei, wo einfach der Signevo, der Glamorange dahinter einfach nicht mithalten kann. Und das ist dann doch der Punkt, wo ich sage, ja, ganz ehrlich, Geld ist da, oder Herkunft besser gesagt, ist nicht das Ausschlaggebende, die Qualität dahinter muss stehen. Der Whisky kann von mir aus Finnland kommen, Schweden, Taiwan, Japan, Schottland, Deutschland, Frankreich. Entscheidend ist für mich, er muss schmecken. Ja. Und da muss er ganz klar sagen, in dem Preisbereich muss sich der Vigno bei Rieck vor keinem Schotten, den ich kenne, irgendwo verstecken. Das ist korrekt. Also allgemein finde ich Kavalan, das ist auch immer das Schöne, Kavalan schreibt ja aus dem Grund keine Altersangabe drauf, damit man sie eben nicht mit gleichaltrigen Malts vergleicht. Einfach aus dem Grund, weil man sie nicht mit gleichaltrigen Malts vergleichen kann. Aber das geht nicht. Ich kann jetzt keinen 8-jährigen Sherry Cask, selbst wenn es ein Einzelfass ist, neben den Kavalan zu müssen hinstellen. Das geht nicht. Das ist ein Bild, ne? Definitiv. Aber hast du gemerkt, dieses leicht trockene auf der Zunge, wenn er direkt drauf trifft? Das hatte ich schon direkt in der Nase wieder, als ich den gerochen habe. Ich sage, da kommt der Rotwein unglaublich stark aus. Also dieses Astringierende dahinter, absoluter Spitzenmord. Also definitiv, ich verstehe, warum Jim Murray, ich bin nicht immer mit Jim Murray einer Meinung, also definitiv nicht. Ich verstehe, warum der als bester internationaler Whisky gewertet wurde, weil das ist schon nochmal eine ganz, ganz eigene Hausnummer. Also da muss er schon sagen, Hut ab. Ich finde auch nach wie vor, ich zeige nochmal ganz kurz die Box, weil ein was finde ich immer ganz schön hier drin noch. Du kriegst bei Kavalan ab der Klasse auch immer noch ein schönes kleines Zertifikat mit beigelegt, dass es auch wirklich ein Original Kavalan ist, mit allen Qualitätsstandards. Also ich finde wirklich, das kann man machen. Also das ist super in Ordnung für mich. Also ganz ehrlich, auch von der Verarbeitung des Ganzen, ne, mit dem Kunstleder oben drauf etc., kenne ich ganz viele Schottner, hier wahrscheinlich auch, die ganz zwei wunderschöne Holzboxen haben, sonstiges, die Spaltmaße etc. nirgends irgendwo miteinander übereinstimmen. Das ist von der Verarbeitung wirklich ein absolut klasse Teil. Das ist korrekt. Jetzt brauche ich einen Schluck Wasser. Ja, den brauche ich auch nochmal. Den brauche ich auch. Groß. Ne? Auch beim Wasser, ne? H2O, sonst K.O. Da ist was am Rand, aber im Prinzip ist es, oder? Der muss das sein, ne? Genau. Gut, dann machen wir weiter, oder was? Seid ihr bereit? Dann zeige ich mal die Pudel leer. Also, dann zeige ich mal her. Goldenes Etikett. Große Holzverpackung. Es geht schon langsam in die Richtung. Ja, da kommt, wie der René gesagt hat, es kommt nicht mehr viel von Kavalan danach. Es gibt auch nur noch 4 Holzboxen danach, die nach dem Vigno Sherry kommen. Ja. Ich habe da runtergeguckt, da sehe ich sie auch. Genau. Vigno Sherry, Solist Vigno Sherry, 56,3%, 517 Flaschen. Und alles mit der Hand etikettiert. Ich kann die Cask-Nummer nicht lesen. Du? Das finde ich ja sehr schön. Ich kann das nicht gut. Meine Handschrift ist so beschissen, ich kann auch sowas lesen. Der ist 07 destilliert und 2016 abgefüllt. Das heißt, wir sind auch wieder bei den klassischen Kavalan-Jahren. Ja. Ja, sind wir noch. Klassische Kavalan. Also, fehlt auch nochmal die Kamera gehalten. Genau. Eine wunderschöne Farbe. Vigno Sherry an sich ein Sherry-Typ, der jetzt einmal relativ selten auch in Schottland verwendet wird. War meines Wissens nach, David aber auch verbessern, wenn das einer nochmal besser weiß als ich, der erste Premium-Solist, der tatsächlich auf den Markt gekommen ist. Also damit sind die, ich glaube, 2012 in Deutschland gestartet, was so diese Premium-Reihe angeht, oder 2013 sowas in der Richtung. Vollreifung Vigno, bin ich ganz ehrlich, habe ich außerhalb vom Kavalan noch nie angetrunken. Ich auch noch nicht. Also ich habe auch noch keinen gesehen von außerhalb von Kavalan. Ich kenne einen von Zanzibar, okay. Die haben auch einen im Programm, aber der liegt dann halt auch, das glaube ich, irgendwie so ein 40-Jähriger für irgendwie 1200 Euro oder sowas. Gut. Danke fürs Gespräch. Naja, also Vigno Sherry ist auf jeden Fall ein Fasstyp, der zum Finishen ganz gern verwendet wird. Wir haben hier, wie gesagt, einen sehr, sehr trockenen Sherry. Aber als Vollreifung ganz wenig Beachtung für dich. Ja, voll. Aber ich finde dem, also in der ersten Nase steigt direkt bei mir die Traubenlastigkeit hoch. Also ich habe jetzt hier ganz viel Trauben, oder kriegst du das? Ich mache das. Perfekt. Ich will das nochmal zeigen, bevor der Axel der jetzt seinen Monolog nochmal anfängt. Also wir haben hier dann die entsprechende Holzbox dazu. Hier geht es halt eben los. Absoluter High-Premium-Segment, wo die anderen jetzt, sage ich jetzt mal, noch im Einsteiger-Premium-Segment waren, sind wir hier jetzt auch schon bei 280 Euro, glaube ich, oder? Sowas in dem Dreh. Also wir schreiben es jetzt hier gleich nochmal drunter. Warte mal, ich glaube 280, 275, 285. Sowas in dem Dreh müsste es sein. Dafür hast du hier natürlich auch wirklich eine Wahnsinns-Holzbox, schön aufgemacht mit der Fleisch, mit der Schleife nochmal am Hals dran. Wir haben jetzt auch schon ein paar Whiskys durch, ne? Fleisch hat mich abgeholt, auf jeden Fall. Schon recht, Meister, schon recht. So, jetzt kannst du erzählen, was riechst du? Also ich habe, doch, also in der ersten Nase direkt
Trauben, Weintrauben, ganz klassisch. Stellst du mir den da? Ich stelle den darüber. Genau. Und dann auch wieder Schokolade. Das hört sich jetzt vielleicht nach dem dritten oder vierten Mal, der nach Trauben und Schokolade riecht, langweilig an. Ich kann man dann machen, wir das gleiche. Aber wenn ihr das gleiche Tasting-Set habt zu Hause, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Es sind unterschiedliche Trauben. Also vom, natürlich nicht von, von der Art her der Traube, sondern vom, vom Duft her. Mal süßer, mal nicht so süß. Ne? Die habe ich schon, aber krass. Also jeder, der schon mal Trockenbeerenauslese getrunken hat, auch hast diese Rosinen drin. Also wirklich Rosinensaft, auch, der ist jetzt auch schon dickflüssig fast im Glas, fast ölig. Das ist schon mal krass. Da finde ich auch so eine leichte Klebstoffnote mit dran. Ja, aber nur dezent. Dezent. Aber die ist da, definitiv. Unglaublich süß. Also wirklich, also babbig. Mhm. Würde jetzt der Franke sagen. Babbig. Sehr süß. Klebrig. Also, nee, auch einmalige Nase. Das ist halt auch dieses Fino-Charité-Thema. Mhm. Finde ich so sonst nie. Muss ich auch sagen, ist glaube ich von Kamera noch einer, den ich sehr gern verkaufe. Weil ich sage, da hast du auch nochmal was. Wir haben hier nur spezielle Geschichten, aber ich sage mal Portwein, Sherry. Das findet man jetzt auch relativ häufig, gute Rotwein, da ist ein portugiesischer Rotwein auch was Besonderes, aber Rotweinfeste haben wir auch noch häufig, aber Fino Sherry ist halt schon eine Creme de la Creme. Auf jeden Fall. Und ich finde, das Schöne ist, dass man gesagt hat, man hat jetzt trotzdem im Fino Sherry wirklich schon ein High-End-Segment, ne? Fino Sherry, Fassreifung, Vollfassreifung. Man geht aber auch noch nicht auf die ganz High-End-Varianten von Holzboxen hoch, also nicht auf den Preis von 380 direkt von 170 kommen, sondern man macht erst nochmal einen 100er-Sprung. Genau, Mittelstufe. Und geht dann nochmal wirklich ins Volle. Aber also wie ihr hört, ihr könnt auch noch mehr Geld dafür ausgeben, ist kein Problem. Wir hätten dann noch vier andere Holzboxen, vielleicht machen wir jetzt auch nochmal ein Tasting-Set. Die liegen dann allerdings weit über 300. Also wenn ihr wirklich Interesse an einem High-End-Tasting von Caravan habt, dann kriegen wir noch ein Line-Up mit 5. Wir hätten auch noch sowas zum Beispiel im Angebot. Das sind auch Rotweinfässer, Grand Cru-Fässer dahinter gewesen. Das war eine Anniversary-Abfüllung von Caravan. Da liegt die 1,5-Liter-Bottle auch bei geschlagenen 850 Euro. Aber wie man sieht, das ist ja schon auch wert. Also wir sind ja schon, wir haben da schon ein bisschen genascht. Der ist schon auch sehr schön. Ja, und wenn man sich an die Worte von vorhin erinnern kann, wenn, ne, dann habe ich ja gesagt, lila Balliste, und das ist in der Abfüllung auf jeden Fall der Fall. Also die haben mir direkt gerochen, getrunken, gesagt, das schmeckt nach lila Balliste. Aber jetzt erstmal zurück zum richtig, Fino Sherry, wichtig. Wir schweifen schon wieder ab. Genau. Ich glaube, wir werden in den Kommentaren so abgestaubt. Na, mal schauen. Ich kriege richtig einen reingedrückt. Soll ja ganz entspannt sein. Ja. Wie bei uns im Keller auch, ganz lässig, einfach bloß zusammen. Mit Amateuren trinken. Ja, betreutes Trinken mit Amateuren, wenn man zum Ende machen möchte. Nee, also die Nase, ich finde auch jetzt wieder das gleiche, mittlerweile eine Dreiviertelstunde schon im Glas. Oder nee, wir nehmen ja auch schon fast eine Dreiviertelstunde auf, wahrscheinlich eher so anderthalb Stunden im Glas. Wunderbar zart, unglaublich elegant fast. Also ich finde, wenn man den jetzt mit dem Sherry vergleicht, überhaupt nicht der Dampfhammer, sondern so ganz, ganz fein strukturiert. Also in der Nase auf jeden Fall. Fast wie der Pidicast für mich. Struktur, ja, von der Struktur her. Von den Aromaten, also von den aromischen. Von den aromatischen Einflüssen her, jetzt habe ich das Wort, natürlich nicht vergleichbar mit dem PD-Cast, der geht in eine ganz andere Richtung, der geht wieder in diese klassische Variante, die wir davor hatten. Der PD-Cast ist tatsächlich der einzige, der heute so ein bisschen aus dem Raster gefallen ist, ne? Der stimmt. Ja, weil du halt hier kein Sherry-Fass hast, du hast keinen Schlagerfass. Ja, genau. Auch wenn der trotzdem, finde ich, von der Nase auch nochmal komplett anders kommt als die, der Port Vigno oder der Sherry. Ja, ich bin gespannt. Komm, cheers. Cheers. Prost. Prost. Astringiert. Alter, ist der trocken. Oha. Oh, ist der trocken. Du denkst am Anfang, wunderbar süß, Rosinensaft, geil, trinkst den runter und plötzlich der komplette Mund zieht sich einmal zusammen. Alter Schwede, das habe ich, glaube ich, noch bei keinem Whisky in der Intensität gehabt wie hier. Ja, aber halt auch von vorne bis hinten. Also durchgehend auf der Zunge. Toll lang anhalten. Und hier kommt das auch mal wieder, das hat mir, finde ich, das hat mir beim Port das letzte Mal gehabt, eine richtig schöne, süße Eiche hinten raus. Ja. Der legt sich richtig schön sanft unten ab. Definitiv. Also beim Portsolisten hast du ja vorher gesagt, du würdest auf amerikanische Weißeiche. Hier nicht. Hier ist es auf jeden Fall europäisch. Ja. Also alter Schwede. Mit der Intensität ist der europäisch unterwegs. Mm. Mm.
Also lecker. Ganz, ganz besondere Malt, muss ich auch sagen. Auch was ich so nicht vergleichen kann, wo ich jetzt sagen kann, ja, du, der erinnert dich an den Glenrothes von 1979 bis 1993 von Duncan Taylor in irgendeinem Finish oder irgendwas, sondern der ist unglaublich eigenständig. Ja. Ich würde sagen, wahrscheinlich mit dem Vinny und dem PD-Cast am eigenständigsten. Richtig. Da merkt man schon, also das klingt immer so, als würden wir jetzt unsere zwei sagen wir Otto-Normal-Solisten in Anführungszeit mit 130 Euro wegen Abstrafe. Finde ich super, super geile Teile, aber hier drüben, da haben wir wirklich, haben wir die Einzigartigkeit. Also ich weiß so, wie ihr das seht, also wie gesagt, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare, also die das Paket jetzt auch mit dazu haben, die mit uns probieren, wie ihr das seht. Aber ich finde wirklich, da hast du schon nochmal definitiv. Oh Gott, Axel. Der ist sehr lecker. War ein guter Abschluss gewählt. Ne? Ich würde sagen, ist auch so ein Tropfen. Das war auch der Grund, warum ich das ins Paket mit reingewählt habe. Ich wollte euch auch einen Tropfen geben, wo ich sage, den gönnt man sich nicht vielleicht mal unbedingt sofort, weil mein 260, 270, 280 Euro ist viel Geld, gar keine Frage. Aber jetzt mal so als Sample mal mitzuprobieren und mal zu sehen, was kann den Cover dann, was können den Taiwanesen in 7 Jahren, reden immer noch von einem 7 oder in dem Fall 9 Jahre alten Malt, was können wir in 9 Jahren denn alles bewirken und verlangen deshalb auch den Preis. Und das finde ich, merkt man hier deutlich. Also du hast den unglaublich, sorry für den Ausdruck, aber einfach einen unglaublich geilen Malt. Ja, voll. Also er ist wirklich ein geiles Teil. Ja, er macht eigentlich das, was jeder Malt-Liebhaber sucht. Er ist intensiv, er kommt in Fassstärke. Er hat keine Fehlnoten drin, also keine spürbaren Fehlnoten, definitiv nicht. Und er ist einfach durch und durch, jedes Mal, egal wie oft man den hintereinander trinkt, immer wieder atemberaubend. Du hast alles spannend. Und ich finde, der Schöne ist, der ist so richtig klar aufgeteilt. Du hast am Anfang eben die kommende Süße, dann hast du die Fruchtigkeit. Und dann kommt das Astringierende, da kommt so ein bisschen die Zartbitterschokolade trotzdem wieder mit durch, da kommt ein bisschen diese Bitterkeit. Hinten kommt dann die Eiche und es ist ganz, ganz vielschichtig und super schön zerlegbar. Also das ist so ein Whisky, der eine ganz, ganz harmonische Komplexität hat. Aber es gibt Whiskys, wo ich sage, ja, die sind komplex, die haben viel, aber ich kann es gar nicht, also die haben zu viel, die erschlagen mich dann schon fast. Da komme ich jetzt gar nicht hin und das wäre wirklich fein rauszusuchen, ja. Sag ich mal. Und das ist bei dem, finde ich, super gut möglich. Also wirklich, der ist ja Geld wert. Ja, auf jeden Fall. Also jeder, der das Paket jetzt nicht hat und trotzdem mal reinschaut, holt euch zumindest ein Sample. Also den gibt es natürlich bei uns auch als Sample zu kaufen, wie das ganze Paket hier. Entweder einzeln oder als Paketpreis verfügbar gibt es auch. Oder auch als Großsample mit 70 CL machen wir auch. Schickt ihr euch zu, ist kein Problem. Ab 100 Euro Versand kostenfrei oder ab 5 Samples. Nee, ist geiles Zeit. Muss sagen, fällt mir sehr gut. Axel? Sehr gut. Habe ich gut aus. Wir haben, am Anfang haben wir angefangen mit Ratings. Das haben wir nach dem ersten direkt zeigen lassen. Das stimmt, ja. Ja, gerne, rate doch mal durch. Was sagst du ganz so zum Sherry? Okay, also den Sherry. Also ich hatte ja beim Port hatte ich 7 gesagt, glaube ich. 7 oder 8. Wir schreiben es wieder unter das Bild, was ich am Anfang gesagt hatte. Auf jeden Fall ist für mich, weil ich den Sherry so gern habe, eine 8,5 bis 9. Eher eine 9. Doch. Dann kommt der PD Cask, weil er am spannendsten heute war, weil er am ausgefallensten war heute, der kriegt auch eine 8 von mir. Vigno Barrique, finde ich geil, finde ich lecker. Kenne ich aber tatsächlich schon zu oft. Also hatte ich schon zu oft im Glas im Vergleich zu den anderen. Wie trocken der Mund ist heute, dass er da reinkommt. Ja, kein Problem. Schon, alter Schwede. Kein Problem. Ich mache auch gar nicht mehr so lange weiter. Also Vigno Barrique. Ja, ich würde den recht weit hinten anstellen heute tatsächlich. 7,5, 8. Straft mich nicht dafür. Zweite Abmahnung. Zwei in einer Folge. Das wird ein neuer Highscore. Ja, und Fino Sherry, was soll ich dazu sagen? Der kriegt eine 9,5 auf jeden Fall. Aber auch nur, weil er so intensiv, so geil ist, so ausgewogen, so rund. Aber auch trotz alledem komplex und einfach nicht langweilig wird. Egal wie oft. Ja, der Axel ist halt der gute Verkäufer. Das teuerste Produkt müssen wir am besten bewerten, ist ganz klar. Nee, also für mich muss ich sagen, Sherry, dem gebe ich eher die 7, der ist super lecker, das ist aber mir fast schon nicht so einfach. Das ist nämlich genau das, wo ich weiß, ich meine, man muss die Flasche anschauen, muss die Farbe anschauen, das schmeckt mir, das weiß ich. Ich habe den gesehen und wusste, das ist genau, ich kriege genau das, was ich sehe. Ja. Der hat für mich jetzt super geil, richtig geiler Whisky, aber hat für mich nicht die Überraschung dahinter gehabt. Der PD Cask kriegt von mir eine 9, weil das ist, war für mich jetzt eine, also... dass ich einen Whisky so süß um eine leichte Torfnote haben kann und das Ding kommt dann aus Taiwan, hätte ich nicht erwartet. Seid ihr ganz ehrlich, das ist halt einfach, das ist für mich eine Einmaligkeit, wo ich sage, deswegen kriegt er definitiv eine 9 von mir. Gar keine Frage. Der Vigno, ich bin mit, was mache ich mit dem Vigno? Also ich finde, ich würde nicht mit der 7 abstrafen wie du. Aber im Vergleich zu den heute? Das Line-Up ist halt schwierig. Der Vigno ist halt unglaublich
komplex, das ist eigentlich so ein Einzelstück. Den hätte man, da hätte man Einzeltasting über eine Stunde machen sollen, was das angeht. Der war vielleicht ein bisschen zu fein im Gegensatz zum Rest, finde ich. Zu Gentleman. Würde ich trotzdem 8,5 geben, weil der war schon richtig gut. Der hat mir schon gut gefallen. Also der war schon sehr, sehr gut. Der Fino, da gehe ich nicht ganz mit. Ja. Ich finde den Fino lecker. Mir ist aber dieses Astringierende, dieses extrem trockene Mund, Mundgefühl, weiß nicht, also das ist so eine, da kann ich einen am Abend trinken, das ist wie so ein Eiswein oder so. Also ein kleines Gläschen zu irgendeiner, keine Ahnung, Gänsestoffleber oder irgendwas ist, trinkst und sagst, jo, da macht es Spaß, aber ein zweites Glas von dem, glaube ich, würde mich fertig machen. Ja, auf jeden Fall. Das zweites Glas ist zu viel. Das wäre, glaube ich, eine Flasche, die bei mir relativ lang halten würde, was bei dem Preis natürlich praktisch ist. Den gebe ich jetzt mal liebevolle 8,5. Okay. Okay. Aber die Bewertung sagt ja trotzdem nichts darüber aus, welcher der Sieger des Abends ist. Ne? Also bei mir zumindest nicht. Die Bewertung für mich immer so ein Ding. Sieger des Abends auf jeden Fall für mich der Pidikas. Ja. Weil er halt am spannendsten war. An sich, also weil er am meisten vor allem aus dem Raster gefallen ist und weil ich den nicht so oft im Glas hatte. Deswegen für mich einfach eindeutig der Sieger des Abends. Vielleicht hätten wir das Line-Up auch ein bisschen anders durchwählen müssen mit weniger... Wir lernen auch dazu. Sherry, ne? Aber schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Was waren euer Sieger des Abends? Was wären für euch die bessere Reihenfolge gewesen? Wo sagten ihr so, du Jungs, das und das hätten wir vielleicht ein bisschen anders machen können? Wir lernen ja auch. Wir lernen ja mit euch. Wir wollen das ja Ganze trotzdem halbwegs interaktiv mit euch hier abhalten. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend gehabt. Das ist mir eigentlich die Hauptsache gewesen. Ja, definitiv. Also ich hatte einen schönen Abend, du? So, mit dir habe ich ab und zu mal schöne Abende. Heute war einer davon. Oh, fühle mich geschmeichelt, auf jeden Fall. Ich werde, glaube ich, recht rot. Alle Flaschen gibt es so bei uns dauerhaft verfügbar. Also wir haben hier jetzt keine Limitierung dahinter. Es kann sein, das wollte ich nochmal als Disclaimer jetzt mal mit reinschieben. Es kann natürlich sein, das wird wahrscheinlich auch so sein, es kommt auf an, wann ihr dieses Video anschaut, dass es verschiedene Fässer, die wir heute probiert haben, so nicht mehr gibt. Dass halt dann eben andere Fässer dahinter nachgerutscht sind und der Geschmack sich dementsprechend immer halt eben leicht variiert. Ne? Das hatten wir ja schon kurz, dass du nochmal einwerft beim Mini Barrique hatten wir es ja schon. Genau. War es ja die Flasche 57,16, jetzt mit 56,33. Ja. Also genau. Das muss man auch schon mal dazu sagen, aber ansonsten ist bei uns alles bestellbar. Gebt uns ein Like, drückt die Glocke. Lasst einen Kommentar da, das ist wichtig. Ganz wichtig, ja. Das würde mich wirklich sehr interessieren, wie ihr das ganze Thema seht, wie ihr den Abend hattet. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen was übrig. Wir mussten natürlich ein bisschen Forscher rangehen. Die Berufseigenroniker sind ein bisschen schneller. Genießt eure Tropfen noch und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und ich hoffe, bis zum nächsten Tasting-Paket mit uns. Ne? Bis dann, macht's gut. Ciao.